Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, einen neuen DM-Haul und ich habe so viel eingekauft. Oh mein Gott, auf jeden Fall habe ich zwei große Tüten voll gemacht. Eine ist für mich und eine ist für euch, denn ich habe wieder den kompletten DM-Haul zweimal gekauft. Das heißt, einmal für euch und zusätzlich habe ich einen draufgelegt und noch Zusatzprodukte gekauft. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Es gibt eine ordentliche Verlosung und es lohnt sich. Aber wir schieben jetzt erstmal die Verlosungstüte beiseite und widmen uns erstmal dem ganz normalen Haul. Und ja, womit fange ich an? Ich würde sagen, ich beginne einfach mal mit etwas für die Dusche, was richtig zu mir passt. Und zwar ist das ein neues Duschpeeling. Und zwar ist das von Alverde mit einem neuen Duft. Und zwar ist das das Duschpeeling Kokosraspeln und Lotusblüte. Und was ich daran einfach so cool fand, hier oben ist die Verpackung durchsichtig. Und man sieht halt echt, dass diese Peelingperlen einfach Kokosraspeln sind. Und ich wollte das unbedingt mal ausprobieren, weil ich schon mal ein Peeling hatte, wo die Peelingperlen halt echte Himbeerkerne waren. Und das war auch super cool. Von daher, das hat 1,95 € gekostet und ja, dann kommen wir direkt zu meinem zweiten Produkt. Das ist ein Pflegeprodukt fürs Gesicht. Ich habe einfach die letzte Zeit so ein paar vereinzelte Pickel bekommen und wollte einfach mal ein neues Produkt dagegen ausprobieren und dachte mir, ich habe ziemlich lange kein Peeling mehr gehabt. Deswegen habe ich mich jetzt mal für ein ganz spezielles Peeling entschieden und zwar ist das ein Peeling Gel, eine Limited Edition von Balea. Also was habe ich vorher noch nie gesehen und ich weiß ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, was das genau sein soll. Das hat auf jeden Fall 1,45 € gekostet und ist mit Acai oder Acai-Beeren-Extrakt. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und ja, soll das Hautbild verfeinern, ist für normale und Mischhaut. Und ja, ich werde mal gucken, ob mir das weiterhilft. Dann kommen wir zu meinen nächsten Produkten. Gerade wenn es draußen so kühler wird, wie jetzt im Moment halt, liebe ich es über alles, mich abends in die Dusche, nicht, sondern in die Badewanne zu legen. In die Dusche passe ich nicht ganz rein. Und ja, deswegen habe ich mir noch mal ein paar Badezusätze geholt. Und am allerliebsten mag ich da diese Bademomente von Balea. Das ist einfach so ein Badesalz, was das Wasser so ein bisschen ölig macht, was die Haut einfach super schön pflegt und vor allem, was super lecker riecht. Und da gibt es unendlich viele Gerüche und ich habe mich jetzt einmal für grünen Tee-Extrakt entschieden. Dann Blütenzart. Das ist, glaube ich, mein absoluter Lieblingsduft. Das riecht einfach so lecker und das hatte ich auch schon ganz, ganz oft. Und dann habe ich auch noch einmal Granatapfelduft mitgenommen. Damit komme ich jetzt erstmal wieder ein paar Tage aus. Und die haben alle jeweils 55 Cent gekostet. Dann habe ich was für mich ganz Neues entdeckt und mitgenommen. Und zwar ist das eine Duschbody Milk mit Vanilleduft von Balea. Das ist eine Limited Edition. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich wollte es unbedingt ausprobieren. Deswegen habe ich das mitgenommen. Und es riecht einfach so unfassbar lecker nach Vanille. Und ja, deswegen für 1,25 € finde ich, kann man auch gar nichts sagen, weil das eine super große Verpackung ist. Da sind 400 Milliliter drin, also echt super viel. Aber ich habe mir natürlich noch ein zweites Duschgel gekauft und auch was für den Winter und für die kältere Jahreszeit ist nämlich die Winterpflege von Dove, auch eine Limited Edition, eben für den Winter, haha. Und das habe ich mal von einer Zuschauerin zugeschickt bekommen und ich war so begeistert von dem Geruch, dass ich es mir eben jetzt nachgekauft habe. Das hat auch 1,25 € gekostet und ja, ich kann den Duft gar nicht beschreiben, das riecht irgendwie so nach frisch gewaschener Bettdecke und man will sich einfach nur da reinkuscheln. Ach, keine Ahnung, ihr müsst einfach selbst mal dran riechen. Und jetzt kommen wir zu einem Produkt, was bestimmt schon ganz, ganz viele von euch kennen und was wirklich nach den Babylips mega gehypt wurde und ich habe es noch nie irgendwo in Deutschland gesehen. Und jetzt habe ich es im DM entdeckt und ich dachte mir, ich muss das jetzt einfach mitnehmen. Das hat 8,85 € gekostet. Also ich glaube, das allerteuerste Produkt mit, was ich jemals im DM gekauft habe. Aber ich muss das einfach ausprobieren. Und zwar ist das von Maybelline Yard Baby Skin. Nach den Babylips kommt eben Baby Skin. Und das soll einfach die Poren im Gesicht ein bisschen verkleinern. Und
ich habe so ein Produkt noch nie im Drogeriemarkt gesehen. Ich kenne die nur aus Parfümerien oder halt so teuren High-End-Marken und da kosten die direkt mindestens 30, 40 Euro und dafür finde ich sind 8 Euro schon im Bezug auf die 35 Euro relativ wenig. Deswegen, ich wollte es ausprobieren und habe es natürlich euch auch mitgenommen. Also ich hoffe, dass ihr euch auch darüber freut und da kommt es eben der Gewinner auch mal ausprobieren. Ja, so viel zu diesem Produkt. Und jetzt kommen wir zu dem größten Fail, den ich jemals gehabt habe in einem DM, in meiner ganzen DM-Haul-Geschichte. Und zwar, ich hatte eigentlich schon alles eingepackt und bin noch einmal so im Schnelldurchlauf durch ein DM zur Kasse gerannt praktisch, weil die haben gerade zugemacht. Und ich dachte mir so, oh Bianca, du brauchst eine neue Zahnpaste. Hab einfach irgendeine gegriffen und bin schnell zur Kasse gelaufen, ohne wirklich drauf zu gucken. Habe mich so für eine schöne pinke Tube entschieden. Und als ich aus dem DM raus war, zu Hause angekommen bin, mir nochmal die Produkte angeguckt habe, ich guck so da drauf und denk so, was? Und ich habe ernsthaft eine Prothesenreinigungscreme gekauft. Oh mein Gott, so bescheuert einfach. Die kann ich natürlich leider nicht zum Zähneputzen benutzen, aber wer weiß, vielleicht kann meine Oma die ja gebrauchen oder so. Ja, auf jeden Fall hat der Gewinner der Verlosung natürlich jetzt auch das große Glück, eine Prothesencreme zu gewinnen. Wer weiß, vielleicht kann er sie ja gebrauchen oder möchte sie verschenken. Und ich würde sagen, damit gehen wir direkt mal weiter zum nächsten Produkt. Das ist einfach so bescheuert, ey. Ich habe mir natürlich auch ein paar Produkte für die Haare gekauft. Und zwar wollte ich nochmal ein neues Shampoo ausprobieren. Früher habe ich oft was von Garnier Fructis benutzt und das wollte ich einfach nochmal machen, weil ich den Geruch so toll finde. Und habe mir jetzt dieses Shampoo hier geholt. Und zwar heißt das Fettender Ansatz, trockene Spitzen, hört sich sehr köstlich an. Da habe ich einmal das Shampoo sowie auch die Spülung zugekauft, dass ich einfach beides ausprobieren kann. Hat beides 1,75 Euro gekostet und dann habe ich mir noch ein anderes Produkt von Garnier geholt. Und zwar brauchte ich einfach nochmal ein richtiges Pflegeprodukt für meine Haare, was vor allem meine Haare auch richtig schön kämmbar macht. Deswegen habe ich mir nochmal eine intensive Pflegecremekur gekauft von Garnier Fructis, ist aus der neuen Reihe Prachtauffüller, die kennt ihr vielleicht auch schon mittlerweile und ja, das ist eben dieses Töpfchen, ist relativ viel drin und die wollte ich einfach mal ausprobieren, hat 3,75 Euro gekostet und ich denke, dass sie ganz gut sein wird und ja, und dann kommen wir direkt zu einem Produkt, was ich mir noch nie in meinem Leben gekauft habe. Und zwar ist das ein Babyöl von Balea in der Geruchsrichtung Seelenzart. Und ich erkläre euch jetzt auch, wie dieser Kauf zustande gekommen ist. Denn der Julian hatte letztens einfach so einen Blitzgedanken und hat gesagt, ja, Bibi, soll ich dir nicht mal deinen Rücken massieren? Und ich habe mich so drüber gefreut und dachte mir, falls es irgendwann nochmal passieren sollte, habe ich mir jetzt einfach mal ein Massageöl gekauft, weil damit ist es natürlich noch ein bisschen schöner. Hat 3,25 Euro gekostet, aber ich dachte mir, das Geld investiere ich doch jetzt mal. Und mal gucken, wann es das nächste Mal zum Einsatz kommt. Und dann kommen wir direkt zu zwei Lippenpflegestiften. Die habe ich ganz neu entdeckt und sind beides Limited Editions von Balea. Einmal ein ganz cooles Produkt und zwar ist das Swirled Kisses mit Erdbeer-Bananeduft. Das sieht einfach, ich fand es einfach super cool aus und ich stehe zwar nicht so auf Banane, aber es sah einfach so cool aus, deswegen wollte ich es einfach ausprobieren. Und was ich aber, glaube ich, sogar noch cooler finde, ist die Candy Queen mit süßem Karamellduft. Ich habe noch nie eine Lippenpflege mit Karamellduft oder Geschmack gehabt. Auch von Balea für zarte Lippen und ich brauche eh im Winter, das fängt jetzt wirklich schon an, obwohl es noch nicht so kalt ist. Sobald es draußen kühl wird, fangen meine Lippen so spröde und trocken an zu werden. Und dann brauche ich einfach immer unterwegs und wo ich auch immer bin, so einen Pflegestift, was ich mir dann eben auf die Lippen machen kann, damit die halt schon gepflegt sind und nicht mehr so trocken sind. Deswegen dachte ich mir, die kann ich doch immer gut gebrauchen. Und der eine hat 85 Cent gekostet und der Swirled Kisses hat 1,25 Euro gekostet. Dann darf natürlich ein neues Deo nicht fehlen und hier habe ich direkt mal zwei mitgenommen. Einmal, was ich ganz, ganz neu entdeckt habe von CD.
Die haben plötzlich auch Sprühdeo. Orangenblüten hat 1,25 Euro gekostet. Und das andere Deo, was ich mir geholt habe, ist von 8x4, hat 1,55 Euro gekostet. Und das ist die Geruchsrichtung Modern Charm. Und damit bin ich doch jetzt erstmal wieder bestens geschützt für die nächste Zeit. Dann war mein Rasiergel auch schon wieder alle. Das heißt, ich habe mir ein neues geholt. Und zu meinem Beglücken gab es ein neues von Balea. Und zwar, ich glaube, diesen Winter ist alles irgendwie so ein bisschen auf Vanille aus. Denn auch das ist mit Sweet Vanilla Geschmack und beziehungsweise Geruch. Ich sage immer Geschmack, ich meine natürlich Geruch. Ich esse das ja nicht. Hat 1,25 Euro gekostet. Und dann sind wir auch schon bei einem weiteren Winterpflegeprodukt. Und zwar ist es einfach eine Handcreme. Die brauche ich immer, sobald es kalt wird. Und es ist dieses Mal eine Pflege und Maske. Ich habe noch nie was von einer Maske für die Hände gehört, aber das pflegt bestimmt sehr, sehr intensiv. Und zwar ist sie auch von Balea mit Macadamia-Nussöl für sehr trockene Hände. Und was will man eigentlich mehr? Riecht eigentlich so ein bisschen süßlich, nussig, wie der Name eigentlich auch schon sagt. Und hat 1,15 Euro gekostet. Ich stelle euch das erste paar unechte Wimpern vor, die ich mir jemals gekauft habe. Die sind von P2. Und ich dachte mir, wenn ich mir irgendwann mal welche hole, dann müssen die echt super natürlich aussehen. Und ich habe welche gefunden, die ich, glaube ich, ganz cool finde. Das sind nämlich die Volume False Lashes von P2. Es gibt welche für Definition und so ganz extreme. Und die fand ich eigentlich noch ganz schön. Die sehen eigentlich relativ natürlich aus, aber verdichten einfach die Wimpern und geben halt schön Schwung und Länge. Die haben 2,75 Euro gekostet. Und dann habe ich mir natürlich noch ein paar andere Beauty-Produkte gekauft. Ein relativ neues Produkt von Essence, das ist ein Liquid Eyeliner und zwar ist der matt und der hat 2,75 Euro gekostet und dann habe ich mir noch einen neuen Blush gekauft von Essence, den Blush Up Blush, Powder Blush in der Nummer 20 Pinky Flow. Den, also ihr seht das jetzt, das ist so ein pink-rosa Farbverlauf und der hat 3,45 Euro gekostet. Und dann habe ich mir natürlich auch noch sowas wie eine neue Mascara gekauft. Das ist allerdings keine normale Mascara, sondern eine Lash Base. Das heißt, die trägt man eben auf, bevor man die Mascara aufträgt, damit die Wimpern einfach definiert werden. Und ich lese euch jetzt mal vor, was hier drauf steht. Für ein intensives Volumen und verlängerte Wimpern. Und ich dachte mir, das probieren wir doch auch mal aus. Die hat 2,45 Euro gekostet. Und jetzt habe ich noch zwei Produkte. Und zwar einmal habe ich mir eine Haut- und Kindercreme gekauft von Kaufmanns. Die war bei diesem kleinen Pröbchen und hat 75 Cent, glaube ich, gekostet. Weil die ist einfach perfekt für unterwegs, wenn man mal irgendwo eine raue Hautstelle hat oder wenn man mal gerade kein Labello für die Lippen zur Hand hat oder wofür man auch sonst immer noch eine Creme benutzen kann. Und dann habe ich mir, oder habe ich gerade entdeckt, dass ich es noch mitgenommen habe, ich wusste es schon gar nicht mehr, noch eine Duschcreme von Balea geholt mit Kirschgeruch. Habe ich vorher noch nie gesehen. Auf jeden Fall kostet die 65 Cent. Und damit habe ich euch meine gesamte Ausbeute vorgestellt. Und es ist, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, wirklich super, super viel geworden. Und ich hoffe natürlich von Herzen, dass euch die Produkte gefallen haben. Denn jetzt kommen wir wieder zur Verlosung. Ich verlose einmal den kompletten DM-Haul. Das heißt, alles, was ich euch jetzt gezeigt habe, kann einer gewinnen. Und alles, was ihr dafür tun müsst, ist wie immer diesem Video einfach nur einen Daumen nach oben geben. Schreibt irgendeinen lieben Kommentar. Und natürlich sollte die Verlosung für meine Abonnenten sein. Und damit nehmt ihr an der Verlosung teil. Und ja, ich hoffe, ihr freut euch drüber und habt ganz viel Spaß. Ich wünsche euch natürlich ganz viel Glück und drücke euch die Daumen. Und ich blende euch jetzt nochmal ein Bild von allem, was ihr gewinnen könnt, ein. Denn zusätzlich zu dem DM-Haul gibt es noch verschiedene andere Produkte. Alles aus dem Beauty- und Schminkbereich. Also ich habe euch das Paket noch ein bisschen erweitert. Und ja, ich hoffe einfach, dass ihr euch darüber freut. Und damit beende ich auch das Video. Ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Und am Ende verlinke ich euch natürlich nochmal zwei meiner alten Videos. Da gibt es auf der Seite einmal meinen aktuellen Shopping-Haul. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Und auf der anderen Seite verlinke ich euch mein allerletztes Video. Das ist eine super lustige Challenge mit dem Julian. Wenn ihr die noch nicht gesehen habt, guckt sie euch auf jeden Fall an. Und damit würde ich sagen, ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Und ich hoffe, dass ihr auch das nächste Mal wieder mit einschaltet. Und ich habe euch alle ganz, ganz doll lieb. Tschüss!